Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Drei Fragezeichen-Orakel am 26. Januar 2020. Erste Frage ist, was denkt er? Und das schauen wir auch an. Zweite Frage ist, wie fühlt er sich? Dritte Frage ist, was vermittelt er? Dazu kommt eine Tagesbotschaft. Die erste Frage ist, was denkt er? Dieser Schlüssel symbolisiert Sicherheit. Er muss jetzt selbst sicher sein an etwas. Außerdem, mit diesem Schlüssel kann man etwas schließen, symbolisiert auch Verschlossenheit, oder kann man etwas öffnen und das symbolisiert Offenheit. Die Zahl 3 hat auch eine Bedeutung. Entweder kommt eine Annäherung und er zeigt sich Offenheit und dadurch entsteht etwas Neues, was auch Glück bringt, oder gibt es Einflüsse von außen und da zeigt er sich sehr verschlossen und ist im Rückzug. Und damit setzt anderen Grenzen und das zeigt hier diese römische Zahl 9. Und das entspricht auch sein Gefühl. Außerdem ist er sehr nachdenklich, neigt zum Rückzug, aber das bezieht sich nicht auf eure Verbindung, sondern er zieht sich von anderen Menschen zurück. Was aber euch betrifft, das zeigt diese Karte, welche Schritte macht er in euren Richtung. Das zeigt hier diese Verbindung. Er setzt etwas in Bewegung. Er macht Schritte auf euch zu, wird aktiv sein, vertritt hier die Feuerelement und das ist Mut und Kraft und Begeisterung. Auch sehr viel Leidenschaft dabei und auch dieses Glück dabei. Aber die Feuerelement zeigt auch Wut. Er ist wütend auf jemand. Ob er das sagt oder nicht, das ist was anderes. Aber er möchte von dieser Person und von dieser Situation sich befreien. So wie dieser Engel hier auch zeigt. Befreit zu sein von etwas. Und das bedeutet auch seinen Ängsten. Aber wenn ich das gesamte Bild anschaue, das ist nicht nur dieser Gefühl Angst gemeint ist, sondern von einer bestimmten Person möchte er Abschied nehmen, er will das beenden, er setzt Grenzen, er schließt diese Tür und ist im Rückzug. Für euch beide bedeutet das Glück. Und das war mein 3 Fragezeichen Orakel. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.